Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu A Black Tale Innocence. Wir sind immer noch mit, ja, Rodrik unterwegs. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Okay. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Doch, du wirst sterben, glaube ich. Wir sind zwar hier hinter mit dem Wagen. Okay, einmal hier runter. Amicia, sie haben ihn getroffen. Rodrik, lass den Karren los, bitte. Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Oh shit, Rodrik. Amicia, sie sind hinter uns. Okay, das funktioniert nicht. Also die Bogenschützen kann ich definitiv nicht abschießen. Ist das jetzt wieder so eine Stelle, die hier... Naja. Der Karren, Rodrik. Nicht so besonders ist. Wenn wir den Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Ich habe das ganze Zeug nicht eingesammelt. Gut. Dann mal los. Mich keine Sorgen, Knöps. Das wird heftig. Soldaten, davor sind Soldaten! Amicia, die gehören dir. Komm schon. Warum triffst du nicht? Oh mein Gott, komm schon. Wie sollen wir hier weiterkommen? Wie sollen wir hier durch? Komm schon. Das gibt's nicht. Das ist... Also an manchen Stellen ist das Spiel mehr als unfair. Also da kann mir einer sagen, was er will. Das macht dann auch gar keinen Spaß so richtig. Das macht einfach keinen Spaß. Habe ich meine Schleuder eigentlich ausgebessert schon? Ja, okay, daran liegt's nicht. Gut, naja, dann neuer Versuch. Rodrik, wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut, dann mal los. Großartig. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Ich mach mir aber Sorgen um dich. Soldaten, davor sind Soldaten! Amicia, die gehören dir. Okay. Amicia, sie haben ihn getroffen. Rodrik,
Lass den Karren los, bitte! Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Ich schaff das nicht mehr. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Rodrik. Wie viele Pfeile hast denn du gefressen? Ich bin direkt hinter dir. Gut. Das glaube ich aber nicht, dass du direkt hinter uns bist. Zumindest nicht mehr lange. Ich glaube, der Endbosskampf, der war genauso stressig. Rodrik, komm. Wir helfen dir durch! Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Oh mein Gott. Hugo, immer mehr Leute sterben. Wir müssen weiter. Armer Rodrik. Nur Verluste hier. Für was? Für was? Nee. Hoffentlich sind wir jetzt endlich bei der Kathedrale angekommen. Und können endlich Vergeltung üben. Nein, das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein, diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Okay, jetzt müssen wir nur noch in die Kathedrale reinkommen. Irgendwie. Okay. Weiter geht's. Okay, ich müsste ihm die Fackel aus der Hand schlagen. Eine andere Chance habe ich nicht. Was ist das denn jetzt? Oh.
Mann! Da. Die Kathedrale! Verdammt! Das ist die Hölle! Macht euch bereit! Okay, hat das gespeichert, dass der eine dort tot ist? Ich weiß es nicht. Kommen die mit der... Wir sind da. Die Kathedrale. Verdammt. Das ist die Hölle. Macht euch bereit. Okay. Der Ehen ist zumindest erstmal weg. Und hinten gibt es sogar noch was einzusammeln. Okay. Sehr gut. So, jetzt ist man natürlich nur noch die scheiß Bogenschützen da ausschalten. Gut gemacht. Wenn die Ratten einfressen, fällt man vom Kopf, wa? Tja. Komm, Hugo. Ja, die Ratten helfen uns so, wie es jetzt aussieht, ne? Die Frage ist natürlich, was für Materialien brauche ich, wenn ich jetzt hier in die Kathedrale gehe und mich dem Endboss stelle. Das Handbuch des Inquisitors. Ist das dein Ernst? Es gibt ein Handbuch für diesen Mist? Es wurde vor Vitalis Zeit geschrieben. Ah, das ist das Letzte. Dann stellen wir sicher, dass es keinen zweiten Band geben wird. Wir sind da. Okay. Vitalis, Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Tja, wir müssen es halt nur hinkriegen, ne? Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Okay. Na dann. So, das ist euer Problem. Oh shit. Ich hätte erstmal die Bogenschützen aushebeln sollen, ne? Hm? Dass die nicht schießen. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid! Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Ja. Sag ihm, sie sollen rauskommen, schnell. Alles klar. Ich kriege euch schon. Oh Mann! Ich habe auch gar keine Möglichkeit, mich hier irgendwo zu verstecken hinter diesen ollen Fässern, nur. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Sie
haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid! Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Ja. Sag ihm, sie sollen rauskommen, schnell. Alles klar. Alles klar. So, jetzt holt euch mal die Dreie da noch. Okay, dann war's das zumindest. Wir können den Rest hier einsammeln. Oh shit. Die haben... Wie krieg ich denn die jetzt weg? Oh Gott. Hallo? Wie kriege ich das weg? Also so nicht. Aber mit... So. Okay. Also das Feuer löschen, dann passt das schon. War's das jetzt endlich? Gut, gehen wir hinein. Lasst uns hineingehen und endlich das Böse besiegen. Aber wenn das genauso stressig ist wie hier, dann haben wir, glaube ich, ganz schlechte Chancen. Schöne Familie. Das stimmt, schöne Familie. Es darf niemand herein. Naja, und wir müssen uns dem Großinquisitor stellen. Auf geht's, würde ich denken, oder? Auf geht's. Das führt doch zu nichts. Ihr wollt nicht verstehen, Beatrice. Mama! Mein Kind. Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus. Ich will mal nicht so sein. Hugo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Töte Vitalis. Lasst sie gehen, Vitalis! Das ist eure letzte Chance! Hugo! Keine Kräfte! Es geht mir gut, keine Sorge! Ja! Er ist ein begabter Schüler! Zu schade, dass er vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat! Ruhe, Vater Greif! Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören! Aber seht euch doch an! Taumelt auch nicht zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten! Genug, Vitalis! Ihr seid allein! Gebt uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Und seine Freunde ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Sie hören? Die Engel einer neuen Welt!
Der hat die weißen Ratten. Okay. Scheiß, also Ratten gegen Ratten jetzt, oder was? Lukas, Melly, bleib hier! Nein, ich helfe dir! Ich kann! Es ist unser Blut, Melly! So gut. Vernichtet ihn! Vereint euch und verschlingt sie! Ihr seid gekommen, um mich herum! Was zum... Er lässt sie sich neu formieren! Sie hält nicht an! Das Licht hält sie nicht auf! Das kann ich auch! Bist du sicher? Dann los, Hugo! Das ist unsere einzige Chance! Okay. Nein, 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 nein. Ach, ich hätte das Licht noch löschen müssen. Mann, das gibt's nicht. Amicia ist gestorben. Okay. Formiert euch neu! Vorrücken! Ihr seid gekommen, um was zu... Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. So. Okay. Kriege ich das da? Da hinten noch aus? Okay. Komm schon, wir müssen da hinten das Feuer aus. Das Feuer ausmachen. Gib uns unsere Mutter wieder! Sie kommt! Das kann doch nicht sein! Mann! Wahnsinn! Okay. Wir müssen langsam machen. Sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Werdet Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Okay. Lasst sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Halt! Ich überbleibe in einer alten Welt. Haltet ein. So. Wo kommen die nächsten? Das kann doch nicht sein. Oh Mann. Das ist, und man muss immer wieder von vorne anfangen. Das ist so, so nervig. Ah, der schickt noch mehr so eine weißen Viecher da jetzt. Da hinten. Komm schon. Okay. Okay. Weiter geht's. Es fliegt alles immer runter hier.
Okay. So. Okay, da kommen schon noch neue. So, komm schon. Okay. Wir müssen uns immer noch weiter rankämpfen an den. Okay, zumindest erstmal wieder gespeichert. Was ist das denn jetzt? Opfern die sich? Okay. Aber wir müssen immer noch gegen Vitalis kämpfen. Du fühlst es doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht. Die Gabe des Selbst. Na, großartig. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Warum sind denn da auf einmal Ratten gewesen? Willst du mich veräppeln? Okay. Also vor den weißen Ratten muss ich aufpassen ein bisschen, ne? Was? Okay. Okay. Oh mein Gott. Erste Phase überstanden. Tja, ich muss halt aufpassen, dass die Ratten mich nicht erwischen, ne? Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, nein. Okay. Die Ratten müssen in der Mitte sein. Und? Komm schon. Okay. Oh mein Gott. Wie soll ich denn das hinkriegen hier gegen die ganzen hässlichen Ratten? Okay. Weg, 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 weg. Sie werden sich finden.
Komm, kriege ich das hin? Kriege ich das hin? Komm schon, erreich den. Jawohl, sehr gut. Was ist eure letzte Schandtat? Ich habe mein Fleisch geopfert. Okay, noch. Noch ist alles gut. Was machst du jetzt? Dritte Phase? Okay. Komm schon, Hugo, mach. Krieg ich den? Komm schon, nochmal. Ach nee, ich glaube, das war's. Haben wir es endlich geschafft. Puh. Tja. Du solltest dich nicht mit Amicia und Hugo anlegen. Hugo, du warst gut. Du warst richtig gut. Beruhige dich. Es ist vorbei. Der alte Priester ist weg. Tja, dein Blut nützt dir jetzt auch nichts mehr. Gott sei Dank. Er hat mir ganz schön Nerven gekostet, muss ich sagen. Aber die Wachen waren viel schlimmer, die vor der Kathedrale gewartet haben und ihn beschützen wollten. Das war einfach heftiger. Aber wir haben es geschafft. Das sind die Credits. Boah, das ist Wahnsinn. Meine Güte. Zum Überspringen. Okay, ich glaube, es gibt sogar noch einen Prolog. Aber was sagt ihr zu dem Spiel? Hat es euch gefallen? Ich muss sagen, wie gesagt, die letzten zwei Parts haben mir ganz schön Nerven gekostet. Also das war schon richtig heftig. Aber wir haben es dennoch irgendwie geschafft. Sind durch. Und komm, wir gucken uns noch den Prolog an. Kapitel 17. Füreinander. Und... Oder den Epilog, besser gesagt. Der Prolog kommt ja vor einer Geschichte und der Epilog kommt nach einer Geschichte. Und ich glaube, der zweite Teil von A Plague Tale setzt genau da an, wo dieser erste Teil hier endet. War richtig geil, richtig cool. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, die letzten zwei Parts haben mich ein bisschen gefrustet. Aber im Endeffekt haben wir es dann ja doch irgendwo geschafft. 3 Tage später. Und alles sieht wieder richtig schön aus. Gehen wir. Februar 1349. Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Triff dich mit Lukas und Beatrice am Karren. Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist C, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da. Aber es ist leer. Ich kann nicht glauben. Oh, Amicia, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste. Stimmt's, Amicia? Na komm, wir probieren's mal. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Und alles raten. Triff so viele Ziele wie möglich. Okay. Bist du bereit? Bereit. Los, Amicia. Ich kann das, Hugo. Irgendwo ist noch eine Ratte. Da ist noch eine. Ich habe sie gesehen. Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Sehr gut. Unser aller Respekt. Dankeschön. Hey, ich darf meinen Apfel nehmen. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern.
Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Na dann, lass es dir schmecken. Heute feiern wir den dritten Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Na dann, gehen wir mal zum Jahrmarkt gucken, Hugo. Hey, seht mal, der Kleine. Oh nein. Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Meine Güte, die hätten die doch mal auf dem Jahrmarkt lassen können. Na los. Das sind ein paar Trottel, ey. Hey, Hugo. Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Hey! Na komm mal, Mies, ja, renne. Aber ich glaube, wir sollten Hugo gewinnen lassen. Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Hugo ist sowieso schneller. Und ich glaube auch nicht, dass das so gewollt ist, dass wir schon Hugo gut schlagen. Ja, 20 Äpfel. Komm, wir schauen mal, was Lukas und unsere Mutter machen. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Hoffentlich wird unsere Mutter wieder gesund. Warum sehen sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden, weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Hey, Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Ha! Du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Eine richtig geile Geschichte. Und wie die Geschichte um Amicia und Hugo und Lukas und ihre Mutter weitergeht, werden wir wahrscheinlich im zweiten Teil von der Black Tail erfahren. Dieser Teil erscheint aber erst 2022, aber wir haben jetzt auch schon wieder einmal den ersten gespielt. Es war richtig cool. Die Geschichte hat mir persönlich richtig gut gefallen. Wie gesagt, am Ende gab es ein paar Frustmomente, gerade das mit den Wachen, dass sie einen entdeckt haben. Aber egal, wir haben es irgendwie geschafft. Wir sind durchgekommen. Wir haben den Priester besiegt und hoffentlich die Rattenplage aufgehalten. Aber ich glaube, im zweiten Teil geht es auch wieder um Ratten. Das heißt nur, die Frage ist halt, wie wird sich das Ganze entwickeln? Stellt Hugo sich gegen seine Schwester? Wird Hugo böse? Bleibt Hugo gut? Keine Ahnung, ich denke mal, wir werden es erfahren. Ein großes Dankeschön an das gesamte Asobo Studios sowie an all unsere Familienmitglieder für ihre Unterstützung während der Entwicklung dieses Spiels. Und ein großer Knuddler an die neuen Babys des Asobo Studios. Jawoll! Das war der Epilog und das war A Black Tail Innocence. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat und ob ihr gerne den zweiten Teil mit mir auch zusammen erleben möchtet. Wir haben es durchgespielt. Ich würde mich über ein Abo, einen Kommentar oder ein Like sehr freuen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti.
Tschüssi. Zombie Apocalypse.